Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder. Wir starten einfach direkt rein mit hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Das sind safe wieder irgendwelche neue Gegner, auf die ich eigentlich gar keinen Bock... Sind wir... Okay. Der Boy kann schießen und dadurch mir so Wegeplattformen machen. I get it. Halt, 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 da rechts ist was. Das seht ihr nicht, weil mein riesen Dickschädel davor ist. Ich habe voll einen kleinen Kopf eigentlich. Das interessiert euch überhaupt nicht, aber ich habe Real Talk voll den kleinen Kopf. Ja, muss ja auch nicht so viel rein, nicht? Boy, bitte jetzt nicht schießen, dankeschön. Ich wait es. Wir müssen das strategisch machen, so. Let's go! Ey, wir sind so krass, Guys, wir sind so krass. By the way, falls ihr von nichts verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, einfach ein Abo da lassen. Ihr werdet immer benachrichtigt, das schmeckt doch super. Boy, bitte nicht schieße! Rock. Och, komm. Hans Gustafsson, ich sag's dir. Oh, da drüben war doch safe was, oder nicht? Cringe, wer noch kein Abo dagelassen hat für die krasse Leistung hier. Das war zu wild. Und das kann man nicht anders sagen. Okay, wir steppen direkt durch die Röhre. What the hell? Oh mein Gott. Starcoin, let's go. Und wir gehen weiter. Bitte kein Secret Exit. Okay. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, moinsen. Was geht? Bitte töte die nicht. Yo, der hat den fast erstochen. Einfach. Das ist neu. Und das ist straight up einfach der, geht das? Ja. Oha, wie nice. Das ist der blaue Yoshi aus den vorherigen Teilen. Ich babbel. Lass mich meine Sprachen lernen. Mit Bubbles. Der war so low. Es tut mir so leid. Oh, da gab es ein Starcoin für. Let's go. So, Starcoin in meine Tasche. Shazam, Shazam. Shazam ist ein schlechter DC-Superhero. No. Oh, oh, wir leben noch. Okay, let's go. Ein paar Coins. Direkt nach hier oben weiter. Okay, das war random. LOL! Okay. Die Dinger machen jetzt nicht mehr Spitzenstuff, sondern die machen jetzt Bubble. Die lernen gemeinsam jetzt Sprachen mit mir. Ich weiß, dass der Joke nicht lustiger wird, wenn ich ihn wiederhole. Da gab es auch schon die Wonder Seed für. Das war fast. Ich würde sagen, wir steppen durch die Röhre. Keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin. Und da kommt jetzt aber noch nicht das Ziel, weil das Level geht noch richtig cool weiter. Und hier oben, nee, gibt's kein Secret. Scheint doch so, als wäre hier das Ziel. Schade, aber wir haben ein neues Item. Ich habe zu wenig über das Item gesprochen. Es ist auch ein bisschen wack so tatsächlich. Spontan, ja, coole Idee. Aber wir hatten das halt schon mit dem Yoshi, also ist es nicht wirklich neu. Aber es ist ein neues Item. Wir freuen uns trotzdem über uns. Starten direkt ins nächste Level. Let's go. Wer, wenn nicht ich, wenn wir im Shop vorher nochmal Geld ausgeben? In den Level erscheinen Ausrufezeichenblöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Interesting. Kaufen wir. Genauso wie den Wonder Seed, obviously. Was gibt's hier rechts? Da können wir noch nicht weiter. Oh boy, aber man kann schon da hinten so Eiswelt und so Stuff sehen. Dann lass uns doch mal hier 5 Coins payen und in dieses Level schauen. Das ist Welt 2. Sag nicht, dass das hier noch Welt 1 ist. Und jetzt geht's erst in Welt 2. What the hell? Wie groß ist Welt 1, bitte? Aber wie komme ich da rüber? Oh, Leute, hier können wir Bowser sehen. Was geht? Was geht? Ja, nicht viel. Könntest du mal aufhören, meine Blumen kaputt zu machen? Entschuldigung. Aber ich muss dich irgendwie aufhalten. Und ich kenne keinen anderen Weg. Es tut mir doch leid. Apropos, ich kenne keinen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rüberkommen sollen. Deswegen steppen wir erstmal nach hier oben in Welt 2, das Wölkchengebirge. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Oh boy, sieht das insane aus. What the hell? Wie riesig ist die Welt? Welt 2 Wölkchengebirge. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen weiteren Königssamen geben. Es ist aber auch so kalt. Nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du den linken Trigger-Button drückst. Ich hab den Namen vergessen. Die Welt sieht mega huge aus. Okay, steppen wir erstmal in Hütte am was? Ich konnte es nicht genau lesen. Hier ist es so kalt. Hallo, Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in schwindelerregende Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön, der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter Bowser Jr. herum, also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt, bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen, bitteschön. Nicht mit uns, natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder Bowser Jr., der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir hoch bis zum Gipfel und holen den Königssamen zurück. Ein weiterer Wundersamen in einem richtig schönen türkisen Hellblau. Sehr, sehr nice. Rutschparty im Platzdartal. Es wird wieder sehr interessant. Will er aufhören, Fußball zu spielen? Da kann man hoch. Warte. Ich mache jetzt den smarten Typen. Ich wollte jetzt so auf elegant mit den Bubbles da hoch.
Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Boah, hier gibt's eine Fireflower. Da werde ich die. Guys, wie immer, by the way, falls ich Secret Exit verpasst habe, vielleicht brauchen wir auch einen Secret Exit für diese Level in Welt 2. Schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Nicht wo er ist, sondern in welchem Level bloß. Ah, hier spawnen unendlich Eisblöcke. Können wir eigentlich Eisblöcke zerstören? Nein. Ja, give me that Starcoin. Let go. Und wir können mit der Feuerblume auch Pflanzen aktivieren und wir können Eis kaputt machen. Das macht irgendwie Sinn. Wir holen uns den Koopa Ruparino. Aua. Entschuldigung, ich brauche nur kurz deinen Panzer, damit ich eine Coin dafür bekomme. Cool, cool, cool. Und ich bin mir auch zu eigentlich 93% sicher, dass wenn ich falsch stehe, ich werde zerquetscht und sterbe. Kann ich die Großen auch... Ja? Das ist insane. Und ab da rein. Oh boy, wir müssen, glaube ich, nach oben. Wie nochmal? Ich bin hier für die Starcoin. Hä? Die Starcoin da rechts, bisschen sass, aber eigentlich gar keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Mein Call. Einfach darunter. Starcoin ist auch die zweite Lego. Haben wir eigentlich schon über die zu epische Musik gesprochen? Die ist so geisteskrank. Oh, ich hoffe nicht, dass ich einen Eisblock jetzt brauche für irgendwas. Oh nein. Wir brauchen den Eisblock hier. Der Dude respawnt nicht. Really? Let's go! Es hat funktioniert. Wir haben halt Damage. Oh! Ey, es hat sich voll gelohnt eigentlich. Let's go. Wobei, das heißt, wir sollten vielleicht aufpassen, wen wir wann töten. Hier zum Beispiel sehr gut. Nein, bitte keine Zeiss-Apfen. Da hoch konnte man safe. Nein, konnte man nicht, weil hier gibt es den Wondersamen. Oh, auch in so einem richtig schönen Hellblau. Esse doch Zeiss-Apfen. Hello, sehr. Oh boy, oh boy. Bitte nicht. Hier ist auch irgendwie Frühstück und sowas. Das hat das Ziel kaputt gemacht. Wir müssen das Level auf jeden Fall gleich nochmal spielen. Boy, wir sind drüber. Hier gibt es nochmal ein paar kleinere Coins. Nehme ich auch mit, warum nicht? Da ist das Ziel. Das ist so kaputt und hängt hier. Oh, what the hell? Oh, das ist wirklich ein Secret Exit. Und wir holen uns natürlich oben schön die Fahnenstange. Und dann holen wir ja auch ganz kurz den anderen Exit, den normalen Exit. Und damit hätten wir das. Let's go, zweiter Wonder Seed. Und auf zum nächsten Level. Oh, wir haben wieder so ein Level freigeschalten. Verschnaufspause, Platz da, Schütze. Interessant. Wir spawnen sehr weite Buff. Ich habe Angst, hier unten gleich zu sterben. Nein. What the hell passiert gerade? Okay, wir kriegen eine Feuerblume. Ich warte jetzt einfach. Einfach ein bisschen hier Klick-Spam. Und dafür gibt's einen Wundersamen. Wir hätten da gar nicht hingemusst. Wir hätten einfach nur da überleben müssen. Das ist so frustrierend. Das hat dieser Unruhestifter Bowser Jr. angerichtet. Und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis ganz nach oben. Und jetzt kann da nicht mal jemand was unternehmen. Dafür bin ich doch gerne da. Vorher schauen wir uns aber noch das hier an. Suchtrupp Rätsel, der Verstecke Rätsel. Ich liebe Rätsel. Jo, wenn das krass Rätsel, ich hab mega, ich hab unfassbar Bock. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche zusammen mit Freunden. That's kinda random. But that's okay. Ich hab eins gefunden. Wir kriegen einen Shroom, okay. Hier geht's nach unten. In die Röhre kann man safe rein. Nein! Aber man kann safe in eine Röhre rein. Oh, oh! Okay, okay, hier geht's nach unten. Und wir haben eins. Ah, die Röhre führt nach oben. Vielleicht kann man in die Röhre rein. Ja, let's go. Oh, ich bin da im Hintergrund. Ich zoome natürlich wieder rein für euch. Okay, ist aber wirklich nur für die. Da ist noch eine. Direkt hinter meinem Kopf. Haben wir, let's go. Und die letzte gab's für den Block. Let's go. Die Rätsel waren auf jeden Fall sehr akzeptabel. Ich hab's mir schwächer vorgestellt. Das war mega nice tatsächlich. Ich hab mehr Bock auf Suchtrupp-Level tatsächlich. Aber wir machen jetzt erstmal wieder ein normales Level. Und zwar 1000 Schlängler im tiefen Schnee. Hat Schwierigkeit 1. Das ist, macht mich zuversichtlich. Wer seid ihr denn? Warum könnt ihr an der Wand laufen? Ihr seid unbesiegbar. Oder vielleicht hinten, weil da ist kein Panzer drauf. Keine Ahnung. Ja, es schneit, das ist voll cool. Ich bin wieder ein Elefant, damit ich den Schnee wahrscheinlich besser kaputt machen kann. Sieht auch ehrlich ein bisschen sass hier oben aus. Oh, apropos sass. Starcoin Nummer 1, let's go. Wer bist du denn? Einfach eine Eule. Du bist weg. Hier links habe ich die Starcoin gesehen. Let's go, haben wir.
Ich hab doch gedrückt. No way. Aber Checkpoint. Let's go. Close. Haben wir es down? Nein, der hätte das kaputt machen müssen. Real Talk. Och nee. Okay, er kommt und wir lassen ihn einfach da durch. Weil hier gibt's keine Starcoin für Real Talk. Ich bin völlig umsonst gestorben. Okay, hier brauchen wir aber auch wieder jemanden. Bitte flieg nicht auf mich drauf. Mach mir hier einfach nur den Wonder Seed frei. Oh mein Gott. Haben wir, let's go. Was passiert? Ich bin wieder gespannt. Eigentlich habe ich Angst. Schneeflocken und Wind. Oh nein, oh boy. No, what? Es spawnen jetzt überall Eisblöcke. Ich sehe die ganz genau. No way. Da ist der Wondersam. So, hier rüber. Und hier hin. Haben wir. Let's go. Und hier müssen wir uns beeilen, weil die wollen uns das Ziel nehmen. Aber wir sind auch schon da. Let's go. So muss das. Kommen wir direkt zum nächsten Level. Und zwar beim nächsten Mal, Guys. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und checkt dieses Video aus. Es war komplett geistkrank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.